Beim Kulturbund in der Langen Straße in Hoyerswerda ist am Mittwoch wieder Klöppeltreff. Interessierte sind ab 9.30 Uhr dort gern gesehen. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda ist am Mittwoch ab 13 Uhr Betrieb. Ab 14 Uhr lädt die Keramik AG ein, mitzumachen. Ab 15 Uhr kann auch in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Clubnachmittag ist am Mittwoch beim Spätleseverein in Hoyerswerda in der Broilerbar. Um 14 Uhr beginnt das Herbstfest. Die AG Holz im Natz in Hoyerswerda am Markt lädt am Mittwoch ab 14 Uhr zum Mitmachen ein. In der AG Elektronik lernen Kinder entsprechende Bauteile und kleine Schaltungen kennen. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda ist am Mittwoch ab 14 Uhr Projekttag. Es stehen die offenen Hausangebote und der Internetpoint zur Verfügung. Um 15.30 Uhr beginnen die Proben innerhalb des Tanztheaterprojektes der FAW. Ab 18 Uhr ist Dance Aerobic. Achtung, nur für Erwachsene. Skat und Kaffeeklatsch, organisiert vom Nachbarschaftshilfeverein in Hoyerswerda, ist am Mittwoch wieder im Plauderstübchen der AWO in der Münzerstraße 26. Das öffnet um 14 Uhr. In der VBH-Arena kann dann ab 18 Uhr Freizeitvolleyball gespielt werden. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein am Mittwoch ab 15 Uhr Steppkes zur Kindermärchenstunde mit Frau Führer ein. Ins Kino in Cinemotion wird am Mittwoch zum Kino für Kenner eingeladen. Ab 17.15 Uhr läuft Ein Dorf zieht blank. Und um 19 Uhr beginnt im Kultursaal der Helios-Klinik Schloss Pulsnitz ein Reisebericht über Ghana. Entdeckungen an der Goldküste ist der Titel. Ebenfalls um 19 Uhr beginnt im Saal der Klinik Schwedenstein eine öffentliche Chorprobe des gemischten Chores, der Sie beiwohnen können oder bei der Sie auch mitmachen können.